jetzt ganz friedlich über dem Himmel zieht. Und welche Farbe hat die Wolke? Nein! Wenn die Sonne rot ist. Rosa. Wenn die Sonne jetzt noch tiefer geht, dann wird die dann richtig rosa, die kleine Wolke. Ja. Oder weggeschmolzen. So ist jetzt ein neuer Tag erwacht. Was kann man jetzt hören? Achtung. Was könnte das sein? Bitte? Vögel. Ich habe mal ein Kind gefragt, was könnte das sein, wenn das ein Kind? Wer ist hier genetisch klüger? Fangen wir nochmal an. Wie heißt denn dieser Titel hier? Türkischer Marsch. Türkischer Marsch. So siehst du aus. Säbeltanz. Wer sagt Säbeltanz? Eine Dame. Sehen Sie mal, sie hat Hauptdarstellerin im Film Django gespielt. Säbeltanz. Auf der Hüfte geschossen. Sagte es und ging weiter. 1:0 für die Damen. Säbeltanz. Okay. Wie heißt denn dieser Film hier? Na, ich höre. Bitte was? 12 Uhr Mittag. Wer hat das zuerst gesagt? Ja. Ein Mann? Ja. Okay. Stopp. Haben Sie schon mal was von Laufzeitverzögerungen des Schalls gehört? Ja? Der hat das 2 Sekunden vor Ihnen gesagt. Und das kam natürlich hier gleich an. Also muss er, ne? Okay. Einsatz, Männer müssen gewinnen. Die Männer müssen gewinnen. So, also bitte die Damen jetzt nichts sagen. Bitte die Frauen nichts sagen. Wie heißt dieses Stück hier? Alle meine Angel, 2:0 für die Männer. Meine lieben Damen, gehen Sie auf. Hier. Und was? Wie heißt der Titel? Ich möchte den Titel hören. Morgendämmerung lasse ich gelten. Morgenstimmung ist eigentlich der richtige Titel. Wir ziehen das mit dem Alle meine Angel, ziehen wir ab. Wir sind ja fair. Es steht jetzt 2:1 für die Männer. Okay, es geht weiter. Wie heißt denn dieser Film hier? Once upon a time in the West. So, steht jetzt 2:2. Das wird aber spannend. Ich sage Ihnen kurz, worum es geht. Die Verliererpartei, wie gesagt, kriegt wegen Doofheit, ich betone Doofheit, hier Schloss Beugenverbot. Ne? Ist klar, ne? Wie heißt denn dieser Komponist? Chopin? Hey, jetzt langsam kommt hier Horizont hier hinein in diese Runde. Wer sagt Chopin? Eine Dame. Es steht jetzt 3:2. Okay, wie heißt... Nein, das war Parkinson. Okay. So, wieder ernst. Wie heißt denn diese Fernsehserie hier? 3 Töne nur.
Reklame fürs Fernsehen. Das hat Fernsehen, hat, kann man auch keine Reklame mehr machen. Ich mache keine. Meine Damen und Herren, bitte schauen Sie Fernsehen. Es ist unglaublich. Sie müssen das erleben. Ich mache hier Reklame fürs Fernsehen. Sie sollten einmal Fernsehen schauen. Ein unvergleichliches, beschreibliches Erlebnis. Sie sollten. Es ist unglaublich. Es ist also, wenn Sie sich ja vorstellen, Sie denken, es ist wie in echt. Ne? Man kann keine Reklame fürs Fernsehen machen. Es gibt keine. So, wie geht denn, wie heißt dieser Film hier, diese Fernsehserie? Dallas, jawohl, Dallas ist richtig. Fernsehen ist auch dabei. So, was haben wir hier noch schön? Völlig im Frieden.